Guten Morgen. Es ist 8:30 und ich bin schon wieder unterwegs. Die Nacht im Zelt, im Wald, die war sehr angenehm, sehr ruhig natürlich. Heute Morgen bin ich dann von den Vögeln geweckt worden und dann habe ich alles zusammengepackt und ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich denke, ich suche mir jetzt irgendwo eine Bank in der Sonne, wo ich mir dann Tee kochen kann und was essen kann zum Frühstück. Ja, und wie immer, das morgendliche Losfahren. Ich genieße es einfach. Da habe ich einen wunderbaren Platz an der Sonne. Jetzt wird gefrühstückt. Heute Morgen habe ich übrigens dann nochmal die Luft kontrolliert im Hinterrad und siehe da, es war wieder weniger geworden. Ich werde das also weiter beobachten, da geht irgendwo noch Luft verloren, aber es scheint nicht so viel zu sein. Das war vor, ich denke mal, einer Stunde oder so und dann habe ich aufgepumpt, jetzt gerade nochmal nachgemessen. Über eine Stunde hält sich der Druck, also wenn ich einmal am Tag nachpumpen muss, reicht mir das. Dann schaue ich nicht extra nochmal nach und nehme den Schlauch raus. Und jetzt geht's gleich weiter. Die Pause hat sehr gut getan. Direkt in der Sonne, das wärmt schön. Ich befinde mich jetzt auf dem Weg Richtung Grevenbruch. Oder wie der Herr Schlemmer immer so schön sagt, Grevenbräuch. War ich noch nie. Mal sehen, wie das aussieht, wenn ich da durchfahre. Und dann so schöne Alleen hier. Für ein Getöse. Nach Grevenbruch geht es dann durch das Braunkohlegebiet Garzweiler. Die großen Kraftwerke waren da eben schon auf einer Seite. Soweit ich weiß, ist die Grube auf der anderen Seite.
Kilometer lang neben dem Fluss durch den Wald. Auch wenn die Strecke nicht ganz so eben ist wie eine asphaltierte Piste. Nach den vielen Menschen der letzten Tage auf meiner Tour, da genieße ich das gerade sehr. Zudem kommt gerade eine leichte Bewölkung. Die Sonne bratzelt also auch nicht mehr so sehr aufs Haupt. Ich glaube, ich werde mir gleich mal noch einen Pulli überziehen. Und dann ist das Wetter heute eigentlich perfekt zum Fahren. Ich will hoffen, dass aus den Wolken nicht noch Regen wird. Das Städtchen eben war Bedburg. Fand ich auch ganz schön. Der Radweg führte genau durch die Stadt durch. Und da habe ich mir in der Bäckerei noch ein Brötchen geholt, was ich gleich essen kann. Ist ja eh bald Mittag. Und dann kann ich gleich noch mal eine kleine Pause einlegen. Bergheim schien mir jetzt auch nicht so sehenswert, deswegen habe ich nur kurz angehalten und fahre jetzt weiter. So geht es hier immer wieder an der Erft oder ihren Seitenkanälen entlang. Sehr entspannend und schön. So, zu meinem üblichen 16 Uhr mit Motivationsloch gesellt sich dann heute mal wieder der Regen dazu. Ich habe mich mal gerade unter einer Brücke hier gut eingepackt. Der Weg läuft immer noch am Kanal lang. Moment, ich schwenke mal gerade rüber. Ich hoffe, man kann sehen, dass da unten war die Erft. Und alle paar hundert Meter kommt eine Brücke, wo ich drunter oder drüber fahre. Das heißt, ich stelle mich auch unter. Habe ich die ersten Male gemacht. Aber jetzt habe ich doch die Regenklamotten angezogen. Unter einer Brücke habe ich da noch mal ein bisschen was zu essen zugeführt. damit mein Motivationsloch um 16 Uhr nicht ganz so groß ist. Ja, und dementsprechend geht es mir eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn es bei dem Nieselregen bleibt, ist das ja locker gegen das, was ich am Sonntag im Sauerland erlebt habe. Ja, so ist es.
Ich bin jetzt auf dem Weg nach Beilerswist. Dann geht es weiter Richtung Euskirchen. Und zwar da lang. Inzwischen hat der Regen wieder aufgehört, also so gut wie. Und ich habe auch die Hoffnung, dass da im Moment nichts mehr nachkommt. Aber ist immer mal wieder Schauer angesagt für heute, also Risiko bleibt. Es ist jetzt gerade 17 Uhr, ich bewege mich immer noch auf Euskirchen zu. Und ja, ich habe noch keine Ahnung, wie weit ich heute fahre. Campingplätze gibt es hier in der Gegend. Null, niente, nada, nickese. Also werde ich mir wieder irgendein Plätzchen suchen. Mal gespannt, was ich diesmal finde. Aber erstmal bin ich jetzt froh, dass ich diese Regenhose wieder ablegen konnte. Ist doch sehr viel angenehmer. So. Der Weg ist übrigens insgesamt schlechter geworden. Ja, ist halt immer ein bisschen schwieriger. Wenn es dann geregnet hat, ist es noch etwas zäher, der Untergrund. Aber landschaftlich immer noch schön. Euskirchen habe ich jetzt auch schon durchquert. Fiel mir ein bisschen schwerer jetzt die letzte Stunde. Deswegen habe ich auch die Kamera da nicht ausgepackt. Jetzt fahre ich weiter Richtung Bad Münstereifel. Und auf dem Weg dort, glaube ich, werde ich mir schon irgendwie mal nach rechts und links Ausschau halten, ob ich da ein Plätzchen finde für die Nacht. Hier bin ich am Stadtwald von Euskirchen. Es sind aber ziemlich viele Spaziergänger los. Ich glaube, unterwegs. Ich glaube, das wird da nichts, ein ruhiges Plätzchen zu finden. In so einem kleinen Waldstück mit ganz vielen Wegen. Jogger und was weiß ich, für Leute sind unterwegs. Ich fahre mal noch ein Stück weiter. Ja, ich hab dann relativ schnell ein Plätzchen gefunden. Das ist hier wieder so eine Ecke zwischen zwei Ortschaften, wo fast alles von Hecken eingezäunt ist und ich eigentlich ringsherum die Häuser nur entfernt wahrnehmen kann. Außerdem ziehen wieder neue Gewitter und Regenschauer auf mich zu. Ich höre dich schon donnern. Ich werde jetzt schnell sehen, dass ich mein Zelt aufbaue. Ja, dass ich dann nachher geschützt bin, wenn es dann losgeht. Geschafft. So schnell hatte ich das Zelt selten aufgebaut. Da hinten sieht es richtig düster aus und es rumpelt auch schon ganz gewaltig. Ja, das ist wie gesagt die Ecke. Da ist mein Zelt. Leicht schief, aber das müsste gehen. Da finde ich eine coole, wo ich heute Nacht schlafen kann. Fahrrad habe ich angeschlossen, hier unten unter die Hecke gelegt, dass keine Reflektoren von weitem irgendwie sichtbar sind, dass es ein bisschen geschützt ist, aber ich habe es doch trotzdem nochmal abgeschlossen. Ja, das Zelt, heute Abend geht eh keiner mehr spazieren, wenn das jetzt richtig kracht nachher. Das ist die Ecke, ganz in der Entfernung sieht man hier und da ein Haus, aber ich hoffe mal, denen ist das egal, dass ich hier liege. So sieht es jetzt aus und ich bin gespannt, wie der Abend wird. Wahrscheinlich doch ein bisschen unruhiger. Hoffentlich finde ich dann irgendwie noch ein Regenloch oder ein Gewitterloch, dass ich mir was Warmes zu essen machen kann. Eigentlich wollte ich mir heute Abend die restlichen Nudeln, die ich seit 2 Tagen im Packsack mit rumtrage, nicht rumschleppe. Und ein bisschen Bolognese-Soße dazu machen. Die habe ich mir heute noch gekauft im Glas. Hoffentlich wird's was. Aber falls nicht, ich habe noch Bier und sogar noch ein kleines Fläschchen Wein mit. Dann ist es mir danach auch egal. Da sitze ich hier im Zelt und schaue dem Regen zu. Und als ich gut im Zelt saß und der Regen anfing, hatte ich eine dusselige Idee. Ich habe mir die Klamotten ausgezogen, bin raus in den Regen und habe sozusagen im Gewitterregen geduscht.
Ich habe ein Waschgel dabei, was naturverträglich ist. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft. Jetzt konnte ich es gut brauchen. Habe mich also ein bisschen nass werden lassen draußen im Regen. Das war am Anfang etwas frisch. Habe mich dann mit diesem Waschgel eingerieben und habe mich dann richtig nass werden lassen. Der Gewitterregen wurde immer stärker. Also, das war fast wie eine Dusche. Also, jetzt bin ich sauber. Fühlt sich sehr angenehm an, wieder in frischen Klamotten und nicht verschwitzt, heute Abend in den Schlafsack zu kriechen. Und jetzt hoffe ich nur, dass das mit dem Gewitter, Regenradar sagt, es kommt noch ein zweites Gewitterfeld hinterher, dass das nicht allzu lange dauert und nicht allzu heftig wird. Ich hoffe doch, dass ich heute Abend noch im Trocknen raus kann, um mir vielleicht dann noch was Warmes zu essen zu machen. Ansonsten habe ich auch wieder Sachen dabei, die ich kalt essen kann. Ich werde sehen und berichten. Also, der Regen hat so weit nachgelassen, dass ich es jetzt wage, da vorne mir die Nudeln zu kochen. Es regnet zwar hier und da rein, aber dann kann ich heute wenigstens was Warmes essen. Dass ich aus dem Zelt komme, das glaube ich heute nicht mehr. Deswegen werde ich das Video jetzt hier beschließen. Oh, da luke ich mal gerade aus dem Zelt raus und sage, macht's gut, bis morgen.